Firma Säufer ist kein Start-up-Unternehmen. Firma Säufer gibt es urkundlich erwähnt schon seit 1766. Und wir arbeiten in dem Bereich der Elektronikentwicklung für die Bereiche Fahrzeugtechnik, weiße Ware und Automotive. Kunststoffteile werden bei uns in der Größenordnung 12 bis 15 Millionen Stück im eigenen Hause gefertigt, eine ähnliche Menge von extern zugeliefert. Wir produzieren einen jährlichen Umsatz von ungefähr knapp 100 Millionen Euro Umsatz. Wir hörten von einem 3D-Drucker, dass es sowas gibt, der schnell Teile aus Kunststoff herstellt. Und da haben wir auf einer Messe so eine Vorführung gesehen. Ich war begeistert und wir haben uns einen 3D-Drucker beschafft. Auf unser 30 Pro 3D-Drucker haben wir neben normalen Musterteilen auch versucht, Formen zu drucken aus Kunststoff, indem wir solche Hot-Melt-Kunststoffe abspritzen. Das dient dazu, um Kabel zu dichten, um Leiterplatten einzuführen. Als zweiter Ansatz war, Formen zu machen für die Spritzgussmaschine. Das kann man auf einer Connex machen. Da erscheinen solche komplexe Sätze, Werkzeugsätze. Das ist das Gegenstück. Durch den Einsatz von gedruckten Werkzeugen sind wir in der Lage, die Entwicklungszeiten von Werkzeugen erheblich zu reduzieren. Wir haben die Möglichkeit, erste Entwürfe schon nach wenigen Tagen zu begutachten. Wir haben darüber hinaus die Möglichkeit, die Entwicklung günstiger zu gestalten. Für die Herstellung dieses Großserienwerkzeuges benötigen wir 8 Wochen Zeit. Und so ein Werkzeug kostet ca. 40.000 Euro. Diese gedruckten Werkzeugeinsätze liegen in der Preisklasse von 1.000 Euro und sind innerhalb von einem Tag herstellbar. Mit den gedruckten Werkzeugen kommen wir deutlich schneller zum Ziel und brauchen weniger Optimierungen an dem Serienwerkzeug.